Apropos Asien, wir schalten jetzt zu Andreas Lipko. Er ist unser Asien-Experte von Kliegl und Haffner. Schönen guten Morgen, Herr Lipko. Schauen wir zuerst auf den Nikkei. Der bleibt ja auf der Überholspur. Heute wurden die Marke von 12.400 Punkten, die wurde geknackt. Ist das alles noch gesund? Was sagen Sie? Ja, guten Morgen, Herr Uhrmann. Die Frage ist sicherlich berechtigt und eigentlich sollten auch langsam die ersten Sorgenfalten bei den Investoren auf der Stirn erscheinen. Ich denke auch, dass natürlich nach 8 Tagen in Folge feste Märkte in Japan und seit November liegt der Topix mit gut 41%, der Nikkei jetzt mit gut 45% vorne. Im November wurde ja bekannterweise die leichtere Geldpolitik der Bank of Japan bekannt gegeben und daraufhin sind die Märkte ja wirklich fast in einer Linie jetzt bis auf 12.350 Punkte im Nikkei hochgeschossen. Also ich denke, dass hier zumindest kurzfristig dann doch mal ein Halt stattfinden wird und dass wir hier dann auch Korrekturtendenzen sehen werden. Der Nikkei aktuell stark, der Yen dagegen, der bleibt schwach. Wie lange kann denn die Notenbank hier ihren eingeschlagenen Kurs noch fortsetzen? Na, Herr Kuroda hat ja heute gesagt, dass er diesen Trend weiter auf jeden Fall verstärken bzw. unterstützen wird, dass man hier weiter dafür sorgen wird, dass der Yen eben weiter schwach bleibt bzw. dass man eben die Inflationsrate in Japan hochnehmen wird und das notwendigerweise dann sogar über den Derivatemarkt. Man setzt also hier wirklich alles ein, um diesen bisherigen Trend, der seit 20 Jahren da war, zu brechen, dass man eben aus diesem deflationären Trend rauskommt und die Inflation dann eben antreibt, dass man eben diesen alten Teufelskreis durchbrechen kann. Ist sicherlich ein Spiel so ein bisschen auch mit dem Feuer, weil natürlich diese Richtung derzeit von sehr, sehr vielen Notenbanken gespielt wird. Und es könnte dann doch sein, dass hier die eine oder andere unerwartete Reaktion dann insgesamt auftritt. Das muss man sicherlich weiter im Auge behalten, aber auf jeden Fall wird der Kurs des weiter schwachen Yen weiter verfolgt. Er wird sich sicherlich nicht mehr so stark abschwächen, wie wir es jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, aber er wird sicherlich auf dem Kurs zum Beispiel zum Euro bei 125 beziehungsweise zum US-Dollar in Richtung 100 bleiben. Das werden wir dann sicherlich weiter in den nächsten Wochen auch sehen und beobachten können. Wie sieht es mit den Exportwerten aus? Sind die weiter einen Blick wert? Nein, ich denke nicht. Hier ist schon viel zu viel eingepreist worden. Vor allen Dingen ist ja das momentan doch eine künstliche Maßnahme, die wirklich geldpolitisch unterstützt bzw. eingeleitet worden ist. Sie haben die Exportwerte schon sehr, sehr viel vorweggenommen. Und vor allen Dingen geht ja hier der Blick dann doch sehr, sehr stark Richtung USA, weil hier die größten Absatzmärkte eben bei den meisten Exportwerten aus Japan noch zu finden sind. Da ist natürlich die Konjunktur noch nicht so robust wie zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren in China, dass der Fall gewesen ist. Demzufolge muss man das hier beobachten. Hier sind die Wachstumszahlen dann doch eher beschränkter. Also ich denke schon, dass man hier bei den Exportwerten ein bisschen aufpassen wollte. Interessant ist, sind derzeit die Finanzwerte, weil die natürlich von dieser lockeren Geldpolitik exorbitant profitieren. Die waren ja wirklich 20 Jahre lang geprügelt durch eben diese Deflationstendenzen und durch den eher schwachen Immobilienmarkt in Japan. Das scheint sich jetzt alles umzukehren und demzufolge dann könnten die Finanzwerte eher einen Blick wert sein als die Exportwerte. Dann schauen wir mal nach China. Wie lief der Handel denn dort? Ja, in China heute, wie wir es in den letzten Tagen auch schon gesehen haben, sehr, sehr wechselhaft. Hang Seng heute im Plus mit 0,2% auf 23.038 Punkte bisher. Hier ganz klar die Tendenzen aus den USA, die besseren Arbeitsmarktdaten und hier eben die Hoffnung einer besseren Konjunktur, die den Werten in Hongkong eben so ein bisschen Unterstützung geben können. In Shanghai und Shenzhen dagegen ein gemischtes Bild. Shanghai plus minus 0 bei 9.287 bzw. Shanghai leicht im Minus bei 2.309 Punkten. Hier sind es dann eben die Immobilienwerte, die weiterhin drücken. Wir haben in der letzten Woche bereits gesehen, dass doch hier die chinesische Regierung stark auf das Bremspedal drückt, dass man hier eben den Immobilienboom doch eindämmen will und hier stoppen wird. Das natürlich dann weiter Auswirkungen hat auf die Verkaufszahlen von den Immobilienwerten. Wir haben dann heute eben auch noch Zahlen von der Konjunkturseite gesehen, die aber doch eher wieder das Luxusproblem darstellen. Die Einzelhandelszahlen mit plus 12,3%, die Neukreditvergabe ebenfalls leicht rückläufig und die Industrieproduktion mit 9,9% auch etwas langsamer. Das soll der langsamste Start seit 2009 sein, aber wenn Europa bzw. die USA eine Industrieproduktion von 9,9% aufweisen würde, das wäre schon mal ein Ding. Also von daher sieht man hier, man muss immer auch betrachten, von welchem Niveau diese Zahlen dann eben auch bekannt gegeben werden. Schauen wir abschließend noch auf den weiteren Verlauf der Handelswoche. Was könnte uns hier noch so erwarten? Na gut, die Handelswoche ist natürlich ganz stark geprägt hier eben durch die einzelnen Tendenzen. Man kann nicht sagen, man schaut auf einen Markt, sondern man wird hier sicherlich auf die einzelnen Märkte weiterhin schauen, natürlich in die USA und da eben schauen, wie sich die Konjunktur entwickelt, da eben auf die Einzelhandelszahlen am Mittwoch. Man wird sicherlich weiter nach Japan gucken und hier ganz explizit auf die weitere Verhaltensweise von der Bank of Japan, auf Herrn Kuroda, was hier noch gemacht wird und ob diese Maßnahmen denn auch wirklich so umgesetzt werden nach Europa. Natürlich, wie sich die Euro-Krise hier weiterentwickelt, wie die kriselnden Länder von der EZB gestützt werden.
und nach China natürlich, um da zu sehen, ob die Konjunktur weiter dieses hohe Maß, dieses hohe Wachstumstempo beihalten kann oder wie sich beziehungsweise dann eben der Immobilienmarkt daraus entwickeln wird. Das sind sicherlich die vier Themen, die auch in der kommenden Woche ganz klar maßgeblich sein werden. Andreas Lipko, dann besten Dank für Ihre Einschätzungen. Ich bedanke mich auch, einen schönen Tag noch. Ebenso, Dankeschön.